So. Du kannst mich zu sagen, was ich denn frohe Nacht. So, erstmal was rausholen. Ich hoffe, dass ich dann bleiben werden. Ach ja, ich sehe sie bei dir. Ich habe Imias Labyrinth mit Rappi gefangen. Ja. Schon wieder Labyrinth. Ja. Immerhin kleiner als sie in Ägypten. Ägypten. Nein, Griechenland. Kein Problem. Tschüss. Ich kann einfach die Wurzel nieder. Können wir ja nicht. Tian, wir haben einen unerwarteten Gast. Ja, wir haben einen unerwarteten Gast. Aber du hast uns erwartet. Ah ja, schönes Farbdesign hier. Rechts oder links. Ja, ich denke mal links. Wir gehen durch den Brunnen. Okay. Ist egal, verläuft hier im Kreis. Hat der Edelsteinaugen? Ja. Boah, Garrett würde das mal so stehlen. Ich glaube, es sind Kristalle, keine Edelsteine. Aber ein interessantes Farbdesign hier. Interessanter Gegner. Roboter. Drohnen eigentlich. Roboter. Vorerst wird den verdummen. Die, wenn die sterben, verursachen sie eine reinigende Aura, was seine Basis zerstört. Also stört, entfernt. Ja. Du wärst lieber bei mir, damit du deine Basis nicht verlierst. Wie jetzt? Die soll ja mal am besten aus Distanz zerstören, weil sie Energieverbrennung verursachen, die auch noch die Buffs. Aus der Distanz. Ich habe aber nur meine. Ne? Ja. Deswegen lässt du es einfach mir. Ah, Kristall fallen. Damit du noch mehr Level. Also tötete Monster. Naja, du kannst ja neben mir stehen. Ach, da ist ein Golem. Vorstellen Sie sich das an, Golem, Sie haben dieselbe Reflexionsfähigkeit. Sag, bleibst du in meiner Nähe, wenn ich die aus der Distanz ausschalte? Oh, Kristall ins Auge bekommen. Kristall in der Gerät. Warum? Ja, der fabulöse Gerät. Der Gerät! Der Gerät! Der Gerät! Der Drohne! Der Gerät! Ja, der haben nervige Fähigkeit, ein statisches Gefängnis. Ja. Kann ich eingesperrt werden? Ja. Wo ist schon Giste? Wurfaxt, Breitaxt. Das ist auch schön, Wurfaxt. Okay, das sind weitere Phantome. Oh nein! Doppelgänger. Also auch noch Distanz. Ja, spezieller Mordsheld an LSU. Doppelgänger von einem der Helden. Na, deswegen hasse ich diesen Ort. Also ich hier alleine auf episch warte, nicht so fertig gemacht. Den kann man wie auch gut epische oder legendäre Sachen sammeln, so wie ich gehört habe. Gehört? Ich gelesen. Ja, gehört. Ich höre durch die Wörter. Weißt du, was ich gehört habe? Hachi? Nein, dass du neues Dings-Artefakt hast. Wie zu weit weg. Scharfe Klaue oder wie? Ja, habe ich dir ja, auch so. Aufs Kriegen gegeben. Genau, scharfe Klaue. Plus 5% Durchschlagsschaden. Sehr schön. 15 Durchschlagsschaden, also in Punkten. 33% wahrscheinlich für 25 Durchschlagsvergeltung. Plus 5% Angriffsgeschwindigkeit. Sehr schön. Bonus für Gleiter, 18 Schaden plus 5% physische Schaden. Kann der Kurt noch besser zuschlagen und dann Bevollständigungsbonus plus 8% Angriffsgeschwindigkeit. Sehr schön. Ich habe einfach mal geguckt von den komischen Schriftrollendingern. Mhm. Artefakte, die wir herstellen können, habe ich mal hergestellt, ein paar. Also, weil ich es kann. Weil ich es immer kann. Ja, weil ich es kann, denn ich klaue ständig das ganze Zeug. Ja. Und das war das Gold! Sehr schön. Yay. Oh, eine Meerkornisch.
Bodenträger. Ja. Soll vielleicht nicht zu allen Gegnern vorlaufen. So wie denen da. Verbrennt die Drohnen! So. Riesige Kristalle. Ha, Phantome. Häng mit euch. Echt mal, geht zurück in eure Opa. Würde nicht. Jono war schon da. Hat denen die Maske geklaut. Ah ja, das alte Kostüm. War nicht lustig. Ja, da gab's echt interessante Kostüme. Ah, Kristallgrund. Oh je. Ich bin schon wieder getriggert. Du bist zu leicht. Ich wollen dich alle, HP. Du bist einfach unwiderstehlich. Und zu leichtsinnig. Hauptsächlich leichtsinnig. Findest du das auch so amüsant wie ich? Nein. Oh je, eine fremde Stimme. Eine körperlose Stimme spricht zu mir. Ich hab hier Stimmen in seinem Kopf. Er soll zu einem Psychiater gehen. Jetzt auch nur zweite Stimme. Das ist ja unnormal. Einer geht's ja noch. Irgendwie kann ich nicht. Hatte Schaden. Gut. So, hinter dem großen Kristall geht's weiter. Können wir dann links in die Sackgasse und schauen, was da zu finden gibt. Nicht wegschweben. Lass weg zu levitieren. Ist verboten. Ich darf. Salz Eskos 4. Ach, schon zu nah dran. Ah. Gut, Dominik. Ja, da. Einfach ein paar Levitationsmods holen. Ja, hinter diesem Kristall geht's weiter. Links gibt's eine Sackgasse. Mehr opfern, yay! Only fucking fly! Ah, ich hab schon wieder getriggert. Super. Gut, tu doch was. Und ich glaube daran, dass ich einen Berg hinunterspringen kann, ohne Fallschaden zu kriegen. Oh, reflektieren. Sorry, jetzt. Stop reflecting! Stop reflecting! Illegal! Das ist illegal! Das ist illegal, mein ich. Mehr Goldenherzen wären schön. So, jetzt haben wir die Gecke durch. Können weiter. Das ist im Grunde die Hälfte des Labyrinths, das wir jetzt durch haben. Ja, erkennen wir schon diesen Brunnen, das schon die Hälfte war. Oh, mehr Steger. Ah, stopp. Einfach mal mit einem Kampf Dinger rausschmeißen. Ja, okay. Kommen ja noch mehr Opfer. Dann opfern wir sie mal. Okay. Dann opfern wir sie denn heute. Oh, ein Vergott rein. Wir haben nicht auf die Uhr geguckt, ja. Ja. Viertel nach. Verstrichene Zeit, 9 Minuten in Game. Das heißt, wir haben kurz so 5 nach angefangen. 5 nach 4. Ja. Dann bist du voll verarscht. Bist du sicher, dass du weißt, für wen du gerade kämpfst? Für Kiesel. Voll im Herz, ey. Aber sowas von! Oh nein, geht's weiter, wir sind zu dick für. Ja, wenn man von Kiesel spricht. Man wird schon fetter nur, wenn man von ihm spricht. Ja. Da hatte die Boss meiner kleinen Wuffis geklaut. Wir haben natürlich noch mehr Drohnen geholt, die Wölfe. Super auch. Nicht nur zusehen checken, sondern auch heilen. Ja, um auch den Phantom anzugreifen, dann kommt zurück mit ein paar Drohnen und schleppt auch. Toll, ey. So. Ein paar Drohnen, dann ein dicker Golem und dann der Gerät. Ein Fischadler. Nee. Holzen wir jetzt einen Fisch und einen Adler? Immer kein Blaukirchen, der meinen Schlaf stört. Morgen.
Oh ne, ist ein... Tja, das ist ein Mann. Stay alive. Pass auf. Ah, keine Wolle. Alles an sich reißen, alles an sich reißen. Ja, ich bin noch morgen im Schlaf. Weil morgen noch schlafen, dann höre ich gerade so Klopfen am Fenster, schaue ich aus, so blaukirschig. Ah! Ist das Singer? Das dann viermal hintereinander. Das holte dich. Ja, so ein kleiner Trolley. Der Drohnen ist hier. Ja. Bist du sicher, dass du den Weg weißt? Ja, ich erkunde noch die Sackgassen. Ich weiß, es geht, aber es ist hier noch ein paar Sachen zu holen. Habt ihr so, bessere Orientierung als Chicken? Ja, erinnern und vermögen. So, das ganze Grünchen hier. Komisch. Gehört stirbt gerade nicht so schnell wie die letzten Male. Bestimmt an der scharfen Klaue, die ich gegen gelegen habe. Nicht, ja. Weil das nicht den Widerstand erhöht. Sondern nur den Angriff. Mhm. Und man darf ihn nur mal trocknen. Aber jetzt kriegt er auch nicht was ein. Ich muss nicht, ich glaube, auf. Nee, nur Schaden. Ja. Okay, jetzt hat er ohne Schaden einbekommen. Hätte ich bloß nicht meine große Klappe aufgemacht. Ja, das ist wie mit mir in der Bibliothek in Ägypten, ja. Ne? Also ja, momentan ist alles frei mit dem Pig und dann wieder Eskalation. Ja. Eskalation. So, die eine Stelle, wo wir zu dick waren zum Durchkommen. Oh ja. So. Kann auf Chicken warten, weil ich gerade so nett bin. Wie lieb. Ja, ich bin doch sehr lieb. Gerade einen zweiten Golem mal schalten. Golem gegen Golem. Oh. So. Mal Chicken vorschicken. Wo ist Chicken fast? Sieht aus wie ein Hühnchen. Wachen die. Naja, du hast Hunde dabei. Das sind Wölfe. Trotzdem. Oh, die ist schon wieder. Nicht wegschweben, levitieren, was auch immer. So. Manchmal verschwindet. Leute sich selbst der schlimmste Feind. Nein, Schluck aufs schlimmste Feind. Oh je. Schickt ihr jetzt noch einen Doppelgänger? Komm ich nicht. Chicken bis heute so strange. Ich gucke auf die Lebensenergie von Fetzenwolf, drücke 1 für den Heiltrank und höre mich. Wieso heilt das nicht? Danke für Spiel, was? So, ist die nächste Sackgasse? Ich weiß noch nicht. Ich bin gerade, glaube ich, die ganze Zeit vor, wo ich ein Distanzkämpfer bin. Wir haben falschen Rollen. Dafür lasse ich dich im Nachfolgeprojekt vorlaufen, wenn okay. Du vorlaufen willst. Ja, mal Chicken aus Distanz, nicht mal die Vorläufer. Ja, vertauschen wir die Rollen. Ja, besser. Ich bin viel zu ungeduldig für Distanz. Ich habe so eigentlich bisher nur im zweiten Teil gespielt, aber hey. Ah ja, hier geht's weiter. Gefahr ist, was hast du gemacht. Ja. Manche noch. Oh, Alter, machst du ja unzahlreichliche. Oh, ein Mozart. Oh je. Noch mal die Verteidigungsschwächen. Hör mal auf damit, ey! Jetzt
durchgemobbt hier durch den ganzen Verteidigung. Oh. Geh nicht kaputt. So, endlich. Wow, ist ja viel Geld. Chicken so, klaut alles. Hier rechts. Sieht aus wie Curtis, aber das ist gar nicht. Okay. So, da hinten links geht's weiter, hier rechts ist die nächste Sackgasse. Hab ich gewundert, warum die Wölfe stehen bleiben, ist Chicken, ja. Erstens auf die Wölfe, wenn du nicht. Die Wölfe haben dich durch ihre Masse verdeckt. Na, verdammte Wölfe. Verdammtes Gewicht eher. Okay, ich übernehme die rechts. Oh, ein Herz. Ja, bitte. Bitte noch ein paar weitere Golemherze. Ich hätte aber gerne Blaze. Und ja, der Gerät. Der Kristallgerät. So, jetzt haben wir den ganzen Labyrinth durchsucht. Juhu! Kommen wir endlich heraus. Ich hasse Labyrinthe. Ja, jetzt müssen wir noch Mimir fragen, was Loki sonst wo hat. Erstmal den letzten Golem ausschalten. Ich hoffe, das ist der letzte. Böse Sachen hat er vor. Ja, ich packe einfach Shooting Star Dragon aus und dann kriegt er eine volle Breitseite. Ach, da wären wir. Ja. Ja, da wären wir. So, Mimir, sag doch. Hey! Oh, was machst du? Nehmen wir. Oh je, jetzt dupliziert es sich auch noch. Ich fühle mich angegriffen. Ja. Wir können auch einen rennen und teleportieren. Manchmal kann man der Hohlerstadt der Arena erscheinen. Also direkt im Wasser, ist mir schon einmal passiert. Das war nicht nett. Ja. Ich bin nicht nett, uns anzugreifen, wollte nur wissen, wie man Loki vorhat. Ah. Na, ist genug. Großer. Los, spuck's aus. Los, hast so, wie vorhat. Na schön, Sterblicher. Ich hatte keine Augen, dir, dass du da schwarz möchtest. Genau in diesem Curtis. Augenblick ist Loki in Asgard. Während die Asen sich darauf konzentrieren, die Invasion an der Regenbogenbrücke zurückzuschlagen, besiegelt er hinter ihrem Rücken ihre Niederlage. Er hat eine Verbindung erschaffen, aber du wirst ihn dort nicht mehr zu fassen kriegen. Wenn du ihn stellen willst, musst du Yggdrasils Wurzeln nach Muspelsheim folgen, dem Reich der Feuerriesen. Dort schmiedet er Pläne mit ihrem Herrscher Surt. Sie stehen kurz davor, die zweite Hälfte der Invasion zu beginnen, die das Ende von Asgard bedeuten wird. Und letztendlich auch das Ende des Weltenbaumes. Oh je, jetzt haben wir... Und unser aller Welt. Nein. Ah, so. Und das Ende dieser königlichen Truhe. Hm. Also heute... Jetzt müssen wir also weitere Riesen besiegen. Okay. Zurück zur Oberfläche? Fragezeichen. Danke, ich trage gerne Kronen. Ja, der königliche Raptor. Hat irgendwie keine Augen oder sind die einfach nur schwarz von dem? Keine Ahnung, kann sein, er weiß das schon. Na gut, zurück zur Oberfläche? Fragezeichen. Nee, du bist Intelligenz. Ja, ich bin Intelligenz. Nein, das ist ein Kuchen, keine Intelligenz. Fertig. Weiß ich nicht, mal gucken. Okay. Was ist mit Intelligenz? Die Intelligenz, widerlich. Zurück zur Oberfläche! Ach nee, ich will über den ganzen Weg zurücklaufen. Mal sehen, zu welcher Oberfläche. Es hat mich gekränkt, dass ich zu fett war, um da durchzukommen. Ja. Zu den beiden Golems. Oh, Mann. Ich bin jetzt weg angegriffen.
Er hat eine Falle gestellt. So ein Sake. Ist ja nicht nett. Ja, ja. Wo ist sie nicht? Ganz traurig. Ich konnte es verstehen. Hör das! Vor allem sind wir auch nicht so toll, wenn sie sick zu werden. Vor allem von Raptoren und Hühnchen. Irgendwo von Garrett und Victoria. Noch ein Boot. Das ist ja Knorster von Megasi. Eigentlich hat Drachenblut auch einen besonderen Talisman, aber irgendwie droppt er nichts. Oder hat er schon? Will nicht. Das will nicht. Komm, nächstes Drachenblut. Los, droppt er nicht mal im Gegenstand. Ah, da oben ist eine Pflanze. Pflanze! Bei Fuß! Wurzel von Yggdrasil, öffnet euch! Moment, das ist mal Knospe. So, besiegt. Wow, ziemlich angezogen. So, Knospe, die von Kirby's Besitz ergriffen hat. So, Käfer von Yggdrasil. Wir sind die Kammerjäger. Ein halbtoter Kammerjäger. Wurzeln. Oh, so geht doch. Warte mal. Gehen sie denn schon kaputt? Ah ja, ich habe ja Dings. Und hier hat los. Yay. Die uns fixen wollen. Und Spinatwachteln von Yggdrasil. Und Maden von Yggdrasil. Und gigantischer Blumenkohl. Ja. Checken, die sind grün. Blumenkohl. Hä, wo kommt das ein Blumenkohl her? Naja, vom gewissen Let's Player, der ein gewisses Spiel geslayt hat. Ja, genau die. Ich kann empfehlen, außer die, die Arachnophobie haben. Ach, die sind doch ganz niedlich. Ach, weg. Ja. Hast du ein Insekt hier? Okay. Tara. Ich hab's eigentlich immer noch nicht gemacht, was ich damals in den Kommentaren geschrieben habe, vor einigen Jahren, dass ich mir einen Voltula züchten wollte mit dem Namen Tara. Da machst du das irgendwann. Wenn du Zeit und Lust hast. Vor allem Lust. Aber ich habe mir mittlerweile aufgeschrieben, dass ich meinen Voltula Listen nennen will. Oh, das haben wir aber auch noch. Yes! Irgendwie droppen den scheiß Drachenblut nicht. Drachenblut ist ausgekauft. Ja, dann. Oh, Spinnen, nicht hier. Das nehmen. Oh, Wasser. Ich wäre es so ein Fallbrecher und Dieb wäre. Vor allem Meisterdieb. So ein elender Meisterdieb. Ja, Meisterdieb, der seine Gegenstände verliert. Ja. Ja, gestern so eine Fan-Mission von Tief 2 gespielt. Ich wollte gerade sagen, interessant, aber war es interessant? Ja, in etwa. Etwas ja, kleiner, aber interessant. Interessante Fan-Mission. Vor allem der Anfang war interessant. Garrett verliert erstmal seine ganzen Gegenstände. Ja, wohin? Ausrüstungsgegenstände. Ja, rutscht nach unten und verliert Schwert und Nübel. Ach du Scheiße. Nee, Türger, der schwarze Drache. Egal, ich Drachenblut. Oh, ihr Gift. Denkt mit euch Untoten. Also, au. Gelenkt den Gift ab. Ja, was soll ich nicht betäubt sind. Interessantes Drachendesign. Wir brauchen gerade seinem Gift. Und blitzen. Weder Drachenkampf wird mit Heißing ab. 170%. Das ist nicht der Hörger. Wenn ihr bis. Mal sehen. Schmankerputze. Scheibe von Fenrir gebissen. Binde. Ich wollte eigentlich mal Sachen sammeln. Egal. Okay. Ach, das ist so eine Wurfaxt. Ah. Fenrir bis. Da ist auch noch ein OP oder so, ich weiß.
Intelligenz. Ich glaube, wenn du es bist, war ich richtig OP, weil es ziemlich viel Schaden verursacht. Fenrir's Biss plus 23% Gesamtschaden, 25% Wahrscheinlichkeit für die folgenden Dinge. 207 bis 222 Schaden durch Blutdruck für 3 Sekunden, 225 bis 240 Frostbrandschaden für 3 Sekunden. 71 bis 75 Durchschlagsschaden, 35% Verlangsamungswiderstand, plus 18% Gesamtgeschwindigkeit, weil ich hole ich auch wieder endlich mal ein und frisst nicht die ganze Zeit seinen Staub. Oh. Und zu guter Letzt plus 50% Schaden gegen Götter. Genau, zum Schubi, die Axt. Götter. Schon alleine gesamte Schaden. Also die gesamte Schaden wird erhöht. Magischer Gift, Blutungs, physischer Durchschlag. Einfach alles. Ich hab schon eine. Kannst du direkt, kannst du die direkt Skelettpfeile austauschen? Naja, solange genug für Geschicklichkeitspunkte hast. Naja, ich trag beide Fenrir-Bisses. Echt? Okay, das ist gut. Lass es schauen. Ah, die beiden Äxte. Genau, kannst du direkt verwenden. Scheiß auf Säbel, Zähne, direkt Äxte werfen. Ich hab die Säbelzähne nicht. Die haben einmal Asenklinge der Flammen und. Achso, stimmt, ja. Hast du ausgewechselt. Ja. Oh, schön. Sonnenflash weiter, oder? Heißt ja nicht so viel Speicherplatz. Kannst du nicht weiterlaufen? Naja, du hast ja nicht so viel Speicherplatz. Also nun machen wir halt noch eine Session. Okay. Wow. Käfer, jetzt aber im Weiß. Du müsstest ja nicht mal übertreiben. Ja, stimmt. Auch schwinden, Weiß. Okay, ich hab die lieber im Bund. Sehen die hübscher aus. Bunt. Ja, es ist türkisgrüne. Ich hätte lieber gerne einen lebendigen Rocky. Hätte ich auch gerne. Denn das verdammte Drachenblut endlich mal. Diesen elenden Drachen, die aber nicht droppen wollen. Oh. Silberne Küste, wow. Silberne Küste. Ist alles weiß. Oh, natürlich. Hier ist noch gegen eine Tarnfarbe. Natürlich. Wissen die doch, um besser zu jagen. Schöne Musik, ey. Oh, hallo. Gurt. Gurt ist. Aus dem Weg. Sterblicher. Du stehst Norne. An der Schicksalsquelle. Wir Nornen wachen über alles, was gewesen ist, was wird und was sein soll. Ah, das ist ein Schicksal Baum. Dieser Welten wurde geändert. Das Ende könnte schneller als erwartet kommen. Die mal alle mit ihrem Schicksal. Ja. Wir verweben die Stränge, aber du tust es auch. 166. Alle tun es. Ob sie es Therapie oder nicht. Ne, was wie? 163. Ich hab einen Schnitt. 3% schneller. Achso, Gesamtgeschwindigkeit. Oh nein. Ja. Ich bin 3% schneller. Das soll es das sein. Durch Fenrir. Ah ja, das ist das letzte Portal. Das letzte. Kommst du da auf? Nur weil wir hier jetzt kurz draufklicken, wir jetzt unten ganz sind in Muspelz ein. Genau. Aber noch nicht. Ja, aber das Portal ist. Ah, die haben eine Hütte hier. Wir haben eine Hütte und eine königliche Truhe. Vielleicht königliche Truhe, die bestimmt Falle sein wird. Nee. Ah. Oh. Konnte mich auch gerade irgendwie nicht wegbewegen. Da laufen die auch nach oben und dann. Wenn ich an eine Stelle geklickt habe, wo du dann die Mystikerin. Was zur Hölle? Das sieht merkwürdig aus. Das war noch was, diese Wasserwesen, aber. Das wurde das alte Design von denen mit dem Patch da zurückgebracht. Weil man auch diese Wasserwesen, aber mit dem Patch wurde das alte Design zurückgebracht. Ja. Sag einfach mal ja. Aber das ist interessant. Ja, es sind auch mal Lieblingsgegner, weißt du. Aber interessantes Design. Na, genau wie bei mir die göttlichen Frostbespinnen. Cheers von Kapuze. Stärke. Sind die stärksten Sachen rot? Das verwirrt mich voll.